herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist der 23.12. Wir sind gestern Abend bei meinen Eltern angekommen in Deutschland nach guten 8 Stunden Fahrt. Und ich dachte schon so, oh, wie wird das wohl werden? Weil Finn ist zwar generell ein sehr guter Autofahrer, aber man weiß ja nie, ne? Er wird auch größer. Meine Mama hat auch keine Lust darauf. Und Ella ist eher eine schlechte Autofahrerin, weil ja auch immer so übel wird. Sie muss echt immer spucken. Und die haben das so toll gemacht, beide. Wirklich, ich war echt so überrascht und so baff und so stolz und echt Wahnsinn. Also, Phil hat insgesamt auch 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Deswegen ist er erst um Mitternacht dann auch eingeschlafen, gestern. Und um 7 Uhr wieder wach geworden. Und Ella hat einmal 1,5 Stunden, einmal fast 2 Stunden geschlafen und zwischendurch haben die gespielt, ganz viel gefuttert und gesnackt und Tonybox gehört und rausgeguckt. Also richtig, richtig, richtig toll. Wir haben auch gar nicht so wirklich Pause gemacht oder machen müssen, weil ich dachte, so, solange die Kinder gut drauf sind und solange sie schlafen und so, fahren wir durch. Und mega, mega, mega. Als wir hier auf der Einfahrt meine Eltern angekommen sind, hat Ella dann richtig viel gespuckt, aber ja, echt so auf den letzten 2 Metern. Ganz komisch, aber ja. Und dann hat sie so 10 Minuten gebraucht, bis sie wieder so ein bisschen besser war. Und dann war es so, als ob sie hier schon ganz häufig gewesen sind. Und ja, haben wir schön hier erstmal alles erkundet. Die Kinder haben noch ganz viel Klavier gespielt gestern Abend. Heute war Finn morgens mit Björn laufen im Wald und heute Nachmittag hat es angefangen zu schneien. Jetzt gleich wollen wir den Tannenbaum schmücken, da wollte ich euch auch mitnehmen. Jetzt haben wir gerade Kaffee und Kuchen gegessen und jetzt geht es ans Weihnachtsbaum schmücken und Finn ist schon ganz aufgeregt. Mal gucken, wie ich euch so ein bisschen mitnehmen kann hier die nächsten Tage. So lange sind wir auch hier gar nicht da, aber so ein bisschen ein paar Eindrücke wollte ich euch zeigen. Also morgen, ich hoffe, dass der Schnee schön liegen bleibt, dass alles gut ist, dass sogar noch mehr schneien soll eventuell. Dann wollten wir nämlich morgen eine Schlittenfahrt machen mit den Kindern und Schneemann bauen und so weiter. Und dann wäre es echt mal seit langem, 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 langem wieder mal weiße Weihnachten. Ja, bin gespannt. Genau, so, jetzt aber erstmal runter zum Tannenbaum schmücken. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all und wir gehen raus in Schnee. Hat gestern leider nur ein bisschen geschneit. Es soll heute noch schneien, aber wer weiß. Was ist das, Ella? Schnee! Ja! Da kannst du reinlaufen, Ella. Komm, Ella, komm! Komm! Komm in Schnee! Ja! Wow! Und die bauen da hinten schon einen Schneemann. Und Schlitten gefahren sind sie auch schon. Wow. Oh, bumm. Oh, Schnee, Ella. Ja. Oh, 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 nee. Oh, nee. Dann müssen wir unten wieder heile machen. Ja. Komm, Finn, help me smart, Jung. Hopf mal ein bisschen Schnee dran. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
jetzt mal warm werden, ne? Ja, cool. Wow, so viele. Oh, langsam, langsam, auf der Treppe, langsam. The halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, la 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 la. So ein großes Geschenk. Fast away the old year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together, fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Es ist schon einige Tage später, es ist Dienstag. Seit Sonntagabend sind wir zurück. Die Rückfahrt haben die Kinder auch wieder so toll gemacht. Ella hat nur ganz häufig gespuckt. Sie wird so schnell reisekrank. Wir waren 10 Minuten, eine Viertelstunde unterwegs und sie hat schon gespuckt und gespuckt. Bestimmt 10 Mal insgesamt. Trotzdem hat sie zwischendurch nie geweint oder gemeckert. Es war ja auch wieder so 8,5 Stunden Autofahrt. Die haben das beide so toll gemacht. Also echt, ich war so baff und erstaunt, was für tolle Autofahrer ich dann doch habe, obwohl Ella so viel gespuckt hat. Richtig, richtig toll. Genau, und jetzt sind wir schon wieder zu Hause. Der Alltag hat begonnen. Ich musste gestern arbeiten, heute bin ich zu Hause. Und ich dachte mir, da das Video doch ein bisschen kurz geworden ist, zeige ich euch nochmal genau die Geschenke, die die Kinder jetzt bekommen haben. Vielleicht, genau, ist das auch nochmal ganz interessant. Was habt ihr alles bekommen zu Weihnachten? Finn, erzähl mal. Also Finn hat ja das Feuerwehrauto bekommen. Das ist jetzt nicht mehr so ganz vollständig, weil er da schon gut mitgespielt hat, dass daran so fehlt. Und ein paar Accessoires. Ja, ein Duplo-Feuerwehrauto fand er richtig toll, hat er auch schon richtig gut mitgespielt. Aber da fehlen noch einige Sachen. Ah ja, da ist das Dach. Genau, da fehlen noch einige Sachen. Oh, wie, das geht nicht mehr? Ist die Batterie schon alle? Ja. Ei, da müssen wir bald eine neue Batterie reintun, ne? Ja. Da ist schon so viel mitgespielt. Ella fand das Teil nämlich auch immer richtig toll und hat da ganz viel mitgespielt. Da kann man die Batterie... Ah, warte, vielleicht ist es ausgestellt. Ah, ja, mach mal. Ah, nee, doch nicht. Nee, Batterie ist alle. Da müssen wir eine neue Batterie reinmachen. Hier unten kommt eine Batterie rein. Also das war Finns so Weihnachtsgeschenk. Und dann hat er aber noch einen Dino bekommen, einen neuen Wasserdino. Ja, da ist er. Genau, der liegt ja auch. Den hier, ein, oh Gott, wie hieß er jetzt? Keine Ahnung, ist irgendwie ein P. Ja, ich versuche es gar nicht auszusprechen. Den hier, das ist so ein Schleichdino. Da war er auch schon mit Baden. Erzähl mal, wie heißt der? Wasserschlangenrettung. Wasserschlangenrettung? Ja. Ach so, okay. Ach so, weil da jeden hilft im Wasser. Na, das ist ja ein ganz toller Dinosaurier. Da muss er ja hier mit zur Feuerwehr, ne? Ja. Und dann von meinen Eltern haben die beiden diesen wunderschönen, also Fan und Ella zusammen, diesen wunderschönen Klangbaum, ne, geschenkt bekommen. Ich hatte das ja mal erwähnt, dass ich bei Aldi so einkaufen wollte. Der hat mich aber überhaupt nicht überzeugt von der Qualität her. Und hat meine Mama gesagt so, lass mal, ich besorge da was. Und der ist richtig schön. Bei meinen Eltern hatten wir das mit Murmeln gemacht. Aber jetzt hatte ich hatte noch von Haber solche, das sind eigentlich Perlen. Aber da... Ja, die kann man hier auch wunderbar für verwenden. Magst du es einmal zeigen, Finn, was für ein Geräusch der macht? Der ist richtig schön verarbeitet auch und er klingt auch ganz besonders schön. Mach mal von ganz... Ah ja. Ja, so. Okay. Magst du mal ganz von oben zeigen, dass die Leute das, ja, dass die Leute das hören, wie der richtig ganz klingt? Und es ist eigentlich so simpel und einfach, aber trotzdem mögen beide Kinder das total gerne. Upsa. Dass man es einmal ganz hört.
Ja, also eigentlich total simpel und einfach. Einfach nur Murmel rauf und dann macht das die Musik. Aber trotzdem macht Finn da auch total viel mit. Und es ist ein richtig schönes Geschenk. Der ist jetzt von der Firma, oh, Ella ist wach, Magic Wood. Genau, also das kann ich wirklich empfehlen. Das ist der... Ich will noch Ella. Ja, wir müssen erstmal Ella jetzt holen. Genau. Okay. Noch einmal. Ella hat eben noch ihren Mittagsschlaf gemacht. Ziemlich spät. Erst um 4 aufgewacht. Mal gucken, wie spät es heute Abend wird. Hat Schokolade gegessen. Die Kinder wollten jetzt beide noch oben spielen im Finns Zimmer. Was ein bisschen doof ist, weil da keine Tür ist. Und die Treppe ist da. Ich habe da alles abgesperrt jetzt. Und habe das Babyfon aufgebaut. Deswegen sehe ich die jetzt oben und höre sie auch. Finn könnte alleine oben hin, aber Ella ist mir noch zu gefährlich auf der Treppe oben. So, weiter geht's mit Geschenken. Finn hat noch einen richtig schönen Teller bekommen von meiner Freundin und Besteck. Ich zeig's euch mal. Hier. Haben wir schon gewaschen und eingeräumt. Hier ist der Teller. Ein richtig süßer Teller. Besteck haben wir auch, aber der ist noch irgendwie, das Besteck ist noch irgendwie in einem Koffer. Ich habe nämlich unsere Koffer noch gar nicht ausgeräumt. Dann hat Finn ein Buch bekommen. Ein neues Findus-Buch. Er mag, wir haben ja erst eins davon. Das mit dem Feuerwerk für einen Fuchs. Und es hat er das bekommen von meinen Eltern, wie Findus zu Patterson kam. Haben wir gestern auch schon mal komplett durchgelesen. Sind total, total süße Geschichte. Also ich mag Findus und Patterson richtig gerne. Hat Ella, müssen wir mal gucken, haben wir schon fleißig mitgespielt gehabt. Mein altes Puppenbett bekommen und da war auch Kopfkissen und Bettdecke. Ja, Bettdecke habe ich jetzt hier. Ich habe die mal gewaschen. Ich muss das nochmal auseinanderzupfen. Hier ist so Füllwatte drin. Die ist ein bisschen so verklumpt durchs Waschen. Ich muss das mal so auseinanderzupfen drin, dann ist sie auch wieder gut. Aber ja, das war mein altes Puppenbett und das finde ich richtig schön. Richtig schönes Holzbett. Es gibt auch noch eine Nummer größer, aber jetzt für ihre Puppe ist das wirklich ideal. Ach, hier ist das Kopfkissen dazu. Genau. Selbstgemacht von meiner Mama hier noch alles. Ihre andere Puppe ist jetzt oben noch. Aber hier, ihre kleinen Püppchen passen da wunderbar herein. Also ein richtig schönes Holzbett. Dann von meiner Freundin haben sie noch jeweils eine Strickjacke bekommen. Auch richtig schön. Die war mal von Chibo. Ich mag ja so ein Sonnengelb total an Ella. Und für Finn, richtig toll, wusste sie, dass er keinen Pullover mag, sondern so eine Strickjacke. Auch so eine Strickjacke. Richtig schön. Von der anderen Oma hat Finn noch nichts bekommen. Das machen wir später. Das war gestern irgendwie, also er war gestern bei der anderen Oma, aber das war so viel, weil er auch so Ohrenschmerzen hatte. Da hatte er hatte so ein Set Dinos bekommen. Da hatte er schon mal zum Nikolaus so eine Dino-Racebahn im Auto. Dies war vom Action mal bekommen. Und da hatte er jetzt ganz viele Dinos dazu bekommen für seinen Dino-Park. Kurz gucken mit Ellachen da. Mama! Ja, mein Schatz, ja? Ella hat die Farm auf der Zlapp von Lekamo. Ist sie runtergefallen? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ja, aufs Kissen aber, ne? Ja. Ja. Mama, die fehlt. Schlappchen. Ja. Kannst du sie ein bisschen trösten? Ja. So ein toller großer Bruder. Genau, und ach so, ja, und das andere ganze Feuerwehrzeugs und so, das bekommt er auch irgendwann später. Er hat ja auch in der was ist denn heute? In der Woche wollte ich sagen, gar nicht. In 2 Wochen hat er ja, also guten 2 Wochen hat er ja auch Geburtstag und dann bekommt er das so zusammen von seinem Patenonkel. Das andere Feuerwehrzeugs, das wir dann oben mal in seinem Zimmer aufbauen. Genau, das noch. Ansonsten war es. Das waren echt gar nicht so viele Geschenke, was habe ich denn jetzt im Haar drin? Irgendwas von den Kindern. Was ich sehr gut fand. Es war echt richtig schön. Es war echt auch ein richtig schön perfekter Heiligabendtag, also 24. Weihnachtstag. Richtig schön morgens mit schönen Frühstücken, dann raus, Schneemann bauen, Schlitten fahren. Dann waren wir noch draußen so am Teich und alles am Machen. Und dann rein Popcorn essen, gefrisches Kakao, ich hab's da gesehen. Und dann abends die Bescherung. War richtig, richtig schön. Ein richtig schöner Tag. So, ja, wie ich es mir so richtig erträumt habe. Ja, genau. Jetzt würde ich auch trotzdem mal nach oben gehen zu meinen Kindern zurück. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr wunderschöne Feiertage habt. Kommt super gut ins neue Jahr hinein. Ja, was macht ihr zu Silvester? Habt ihr irgendwas vor? Wir haben überhaupt gar nichts vor. Man soll sich ja sowieso nicht mit so vielen treffen.
aber auch mit Baby und Kleinkind. Also wir werden echt nichts machen. Am 1. ist ja der Samstag, dann da wollten wir vielleicht ein Winterbarbecue draußen im Garten machen. Der Finn meinte schon, ich will Mais grillen und so Knoblauchbrot, warmes Brot auf dem Grill und so, müssen wir mal schauen. Also das haben wir vor, zusammen mit der Oma und der Nichte dann vielleicht. Das ist so unser Plan. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr alle gesund seid. Genau, und nächste Woche schon hat Ella übrigens ihre Paukenröhrchen-OP. Hatte ich gestern einen Anruf bekommen. Das war ja alles so stoppgesetzt wegen der, ja, Situation. Und hieß es jetzt aber, dass sie es wieder starten kann und sogar nächste Woche schon. Also richtig krass. Ich bin sehr gespannt, wie sie es mitmacht. Dazu erzähle ich euch aber im nächsten Vlog ein bisschen mehr. Genau. Ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen. Ich hoffe, dass ich die 8000 bis zum Ende des Jahres knacke. Also, wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, bitte unterstützt mich. Klickt auf den Abonnier-Button, vielleicht auch auf die Glocke. Und da verpasst ihr nämlich kein weiteres Video von mir. Ist alles kostenlos, aber ihr macht mir eine riesengroße Freude und unterstützt mich. Würde mich wirklich sehr glücklich machen, wenn ich die 8000 Followers dieses Jahr noch knacken werde. Oh, echt Wahnsinn. 8000 fast. Bin sehr gespannt. Macht's gut, meine Lieben. Bis dann. Tschüss. La, la, la.